Hallihallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Bounty Hunter. Beim letzten Mal sind wir ins Gefängnis eingebrochen, doch da kam uns die Sam Wessel zuvor und hat uns quasi knapp unser Kopfgeld weggeschnappt oder unser Ziel weggeschnappt. Und jetzt müssen wir gucken, wo die beiden denn hin sind und verfolgen die. Django, was ist los? Ich dachte, du wolltest weg sein, bevor sie ihn vermissen. Jemand hat Bendix gefangen genommen. Sie hat wohl einen Aufstand angezettelt, um ihre Flucht zu vertuschen. Ihre Flucht? Ha, machst du Witze? Sie hat dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Eine Frau. Großartig. Was jetzt? Du willst sie doch nicht etwa kaltstellen. Nein, wenn Bendix stirbt, ist meine Belohnung weg. Abgesehen davon könnte sie nützlich sein. Hey, Django. Vertraue niemanden. War das nicht immer dein Motto? Wer sagt, dass ich ihr vertraue? Oh yeah, die gute Sam Wessel, wir kennen sie ja schon. Wir wissen ja auch schon, dass das in irgendeiner Form... Oh, da schießt irgendwie ein fettes Geschütz auf mich oder so von da oben. Dass es auf jeden Fall gut endet. Gefängnisausbruch hört sich gut an für mich, aber irgendwie sind die blöden Idioten hier so doof und greifen mich an. Das gibt's ja gar nicht. Wieso greifen die mich an? Guck mal, das sind doch... Der hat sogar schon einen entwaffnet, oder was war das? Das sind doch hier Gefangene. Leute, ich bin doch auf eurer Seite. Warum greift ihr mich denn an? Wie verblödet seid ihr denn? Greift die Wachen an, nicht mich. Gefängnisaufstand spielt mir doch eigentlich total in die Karten. Oh. Mein Gott, wie viele sind denn das hier? Jetzt geht's hier erst richtig los mit den ganzen Gefangenen, oder was? Oh, ah. Oh, ah, okay. Ich verstehe. Na Gott, da müssen wir nicht hin. Kann man denn hier irgendwie durchlaufen? Ich hatte eigentlich gedacht, dass es hier so weitergeht. Vielleicht hier auf der anderen Seite? Ja, das sieht gut aus. Kommt man dann hier... zum Kontrollraum. Jawohl. Okay, hierhin wollte ich auch, Leute. Hierhin wollte ich auch. Und hier haben wir auch einen schönen Schalter, den wir mal drücken können. Der macht doch irgendwas. Ja, das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Dass jetzt hier irgendwie so ein fetter Sicherheitsalarm ausgelöst wird, das ist irgendwie ein bisschen uncool, muss ich sagen. Aber naja. Hier haben wir erstmal alles gesichert. Oh. Ja, jetzt kommen sie schon. Jetzt kommen sie schon, die ganzen Sicherheitsleute. Wir werden uns hier rausballern und wir werden auch noch entkommen. Es wird ja wohl gelacht, wenn wir an diesem blöden Sicherheit... Warum läuft denn der mit gestreckten Armen nach oben? Wenn wir hier hängen bleiben würden. Das wäre ja wohl gelacht. Sieht optisch hier aber auch richtig cool aus, ne? Wenn du bedenken musst, du musst hier so arbeiten. War ja früher im Legends-Bereich tatsächlich auch bei Kessel so. Dem Planeten, den man jetzt aus Solo A Star Wars Story kennt. Oh, da war noch ein Geschütz. Gut, dass ich dran vorbeigekommen bin irgendwie. Dass das früher so ein Asteroid war. Also der war dann damals im Legends-Bereich, war der mal kein Planet, da war der noch so ein Asteroid und dann war das auch so ein Strafgefangenenlager und dann musste man da auch irgendwie Erz abbauen oder was weiß ich. Spice abbauen vielleicht? Ich glaube. Auf jeden Fall ein ganz schön blödes Leben, wenn man irgendwie nur noch gezwungen wird, zwangs zu arbeiten, ha? Das wäre ja nicht so cool. Die haben ja auch so viele Sicherheitsleute, das gibt's ja gar nicht. Beim letzten Mal habe ich auch schon irgendwie so 170 umgelegt von denen. Okay, ich habe den Eindruck, ich muss dort irgendwie was ausstellen an der Sicherheitskonsole. Okay, der eine Typ mit seinem komischen Schlagstock kann nix. Aber hier muss ich nichts machen. Okay, ich muss mich mal ein bisschen orientieren jetzt. Ah, hier die Tür, die ist einfach offen. Da können wir weiter. So sieht es aus. Jawohl, hier ist auch das Zeichen dafür. Okay, manchmal gar nicht so easy hier zu... sehen, wo man überhaupt lang muss. Das werde ich noch häufiger haben, aber ich werde das ja alles für euch so ein bisschen ansprechender cutten, ne? Damit ihr hier nicht die langen Laufwege sehen müsst. Ihr verpasst da schon nichts, zumindest nichts Relevantes. Da drüben! Weg mit den Lauchmännern hier. Okay, ich muss eigentlich nach rechts, aber hier liegt nochmal schön Lebensenergie und auch noch so ein paar von den Dingern. Wie viele haben wir davon eigentlich? 10. Können wir auch mal benutzen wieder, ne? Okay, hier ist wieder der Aufstand. Hier ist die fette Kantina. Ja, für die lohnt sich's eigentlich nicht, ne? Ha! Kommt nur alle hoch. Kann ich jetzt auch ganz kurz... Ist das schlau? Nein. Okay. Also ich verstehe die... Verstehe euch alle nicht, Mensch. Ich habe doch gar kein Interesse daran, euch zu erledigen. Euch ollen Gefangenen. Aber cool, dass hier so viele verschiedene Aliens sind, ne? Sowas liebe ich ja immer. Junge, wie viel die auch aushalten. Was ist denn los mit denen?
Ja, ja. Auf zum Speisesaal mit euch. Ich erwarte euch hier schon. Hier geht's nicht lang. Leute, wir hätten doch einfach Freunde bleiben können. Jetzt kommen die Wächter. Das ist natürlich immer cool, wenn man sowas hat, wo dann mehrere verschiedene Fraktionen gegeneinander kämpfen, ne? Hier in diesem Fall Wächter als auch Gefangene. Kämpfen zwar irgendwo gegen mich, was echt nervig ist. Genauso nervig, wie ich hier gerade noch runterfalle. Aber... Das glaube ich eigentlich nicht, dass du das bist. Aber die kämpfen natürlich auch untereinander irgendwo gegen sich. Und das ist natürlich dann wiederum sehr, 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 sehr cool. Bam, bam, bam. Das macht so ein geiles Feeling aus, wenn man hier mit dem Jetpack durch die Gegend fliegt, mit zwei Pistolen die Leute wegballert. Das wäre richtig cool, wenn das Jetpack noch ein bisschen länger halten würde, einfach. Leute, ich habe hier schon wieder so viele umgebracht. Ich werde hier der richtige Massenmörder, werde ich hier. Ich bin sowas von der Killer, das ist unfassbar. Wie mache ich denn das jetzt? Oh nein. Ach, das ist ein Hund, ey. Oh shit, der hat mir so viel Leben jetzt weggenommen. Okay, Leute, wir versuchen es. Ich weiß nicht, wie ich den kriegen soll. Auf wen ist denn das jetzt Oh, da kommt eine. Auf wen ist denn meine Rakete jetzt geflogen? Ich flieg nach oben. Scheiße. Oh, Leute, so wird das doch nichts. Wir haben nichts Besonderes mehr. Wir versuchen es einfach mal so. Uiuiuiuiuiui. Haben wir da einen erwischt? Okay, einen haben wir auf jeden Fall erwischt. Okay, ich glaube, wir haben noch einen erwischt. Alter, Leute, wie schwierig zieht denn das hier auf einmal an? Was ist denn hier los? Das ist schon wieder so ein Minigun-Heini. Den haben wir. Die guten Leute da oben können wir tatsächlich auch abschießen. Irgendwie sind die zu blöd, mich abzuknallen. Die haben es auch nur dahingestellt, damit sie diesen Schrei an der Klippe machen. Ich sag's, wie es ist, Leute. Ich brauche ein bisschen dringender Leben jetzt. Sonst wird das hier echt keine lange Befreiungsaktion mehr. Ein bisschen Leben wäre schön. Danke sehr. Okay, der nächste Raum. Und die nächsten Gegnerhorden. Wir versuchen mal was. Oh, das wollte ich jetzt nicht versuchen. So, wir versuchen jetzt mal hier welche mit der Granate zu erwischen. Wir haben so viele Granaten. Die benutzen wir jetzt auch mal. Rein in mit den guten Granaten. Überall hin. Irgendwas treffen sie schon. Die Tür müsste aufgehen, sonst werfe ich die Granate gleich gegen die Wand. Okay, wir schwimmen da jetzt einfach rein. Macht jetzt auch keinen Sinn, hier die ganze Zeit mit den Granaten darum zu hantieren. Das trifft gar nicht so gut, wie man sich das vorstellt, leider. Alter. Meine Güte, ich brauche Leben. Es sind zu viele Sträflinge. Es sind ja mehr Sträflinge, als es Wachen sind mittlerweile. Bam, 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 bam. Wir hauen euch alle weg. Und ich auch. Yo, Minigun Boys. Geht in Deckung ist eine gute Art und Weise. Aber dich kriege ich trotzdem, mein Freund. Dich kriege ich trotzdem. Zum Glück hat man hier gutes Auto-Aim. Die Wächter hauen hier auch so ein paar normale Sträflinge weg, immerhin. Okay. Ich glaube, es sieht so langsam so aus, als würden wir hier langsam rauskommen. Ist nur die Frage, was wartet hier noch auf uns? Oh, gerade. Oh. Nicht stehen bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. Wir müssen die Ebenen wechseln. Okay, das wird schwierig, Leute. Das wird schwierig. Wir bleiben auf jeden Fall nicht stehen. Ah, Raketen. Überall Raketen. Und wo kamen denn jetzt die? Okay, komm. Bloß diese Raketenwerfer-Heinis ausschalten. Wir haben keine Navigationsmöglichkeiten hier auf diesen engen Stegen. Noch können wir fliegen, noch können wir fliegen, noch können wir fliegen. Okay. Ich glaube, wir haben es so gut wie.
Ich glaube, wir haben es so gut wie das große Finale hier, oder? Oh, bitte, ey. So viele Raketenwerfer-Heinis, wie die mir entgegenwerfen, das wird jetzt langsam echt übel. Und das hier sieht so aus, als wäre das hier langsam der Ausgang, oder nicht? Das wirkt nicht mehr... Das wirkt nicht mehr wie die Gefängnisanstalt, sondern eher wie so ein natürlicher... Wie so ein natürliches Ding. Hier sind schon ein paar Sträflinge. Das ist nämlich... Ah, das ist die Gefängnisanstalt. Das ist die Mine, wo die was abbauen. Die haben die natürlich auch Revolte gemacht. Aber wollt ihr nicht raus, Leute? Wollt ihr nicht raus? Ihr wollt doch hier abhauen. So, komm. Ab nach oben. Sind wir jetzt nochmal in der Minenanlage oder ist das jetzt hier der Ausgang? Es sieht nach freiem Himmel aus. Es ist der freie Himmel. Du lebst. Was ist mit der Kopfgeldjägerin? Hast du sie gesehen? Anscheinend will sie mit meinem Schiff abhauen. Ich würde sie noch nicht kalt stellen. Vielleicht kann sie dir helfen, von diesem Felsbrocken zu verschwinden. Okay. Dann wollen wir mal. Da sind aber auch einige, die hier noch... Komm, wie sehen dann? Da sind aber noch einige, die hier sind, ne? Oh, und auch noch diese Minigun-Leute. Die sind so gefährlich. Guck mal, wie viel Schaden der mir gemacht hat. Mit einem paar Schüssen, die mich da irgendwie treffen. Okay. Immer schön so ein bisschen gucken hier. Aber auch gleichzeitig in Deckung bleiben, Leute. Gleichzeitig ein bisschen in Deckung bleiben, aber wir haben hier schon den Großteil. Das sind nicht mehr so viele. So, wir helfen Sam Wessel. Na, den muss ich auch noch erwischen. Der war bloß hinter einem Stein. Okay, jetzt haben wir alle. Bendix Fast kommt mit mir. Nur über meine Leiche. Wenn du darauf bestehst. Wir sind doch Profis. Wie wär's mit einem Deal? Wäre doch schade, wenn wir uns gegenseitig umlegen würden. Ja, da hast du recht. Nimm mich einfach mit und wir teilen uns die Belohnung. Du könntest dir von dem Geld ja ein hübscheres Schiff kaufen. Ich hoffe, du hast ein Schiff. Ich bin mit einem Versorgungsschiff gekommen. Eigentlich wollte ich so auch wieder verschwinden. Ihr seid ja zwei tolle Kopfgeldjäger. Wir sind alle erledigt. Also, was jetzt? Aber Leute, wir haben... Das ist Wahnsinn. Das ist mein Schiff. Wo ist der Hangar? Im Kontrollturm. Ganz oben. Aber der Knast ist abgeriegelt. Solange die Schilder aktiviert sind, kommen wir hier nie weg. Dann muss ich sie eben abschalten. Wie willst du die Schilder abschalten? Ich kenne jemanden, der das wissen müsste. Du bleibst bei ihm. Ich sehe nach, was ich von meinem Schiff retten kann. Tja, die Slave One. Da haben wir sie das erste Mal gesehen. Und dann werden wir mal gucken, wie wir die in unseren Besitz kriegen, ne? Hey, du hast es geschafft, ich wusste es. Ich muss die Schilde deaktivieren, damit ich verschwinden kann. Hast du eine Idee? Du musst irgendwie die Kühlschlangen an den drei Relaisarmen des Turms überhitzen oder zerstören. Anschmilzt der Kern, das müsste reichen, glaube ich. Was ist mit dir? Mach dir um mich keine Sorgen, Fremder. Ich hatte seit Jahren nicht mehr so viel Spaß wie heute. Und weißt du was, das verdanke ich dir. Da sind wir uns im Jenseits, Fremder. Ja, der Insider, der hilft mir sogar. Cooler Typ. Cooler Typ. Auf jeden Fall sehr, sehr hilfsbereit. Okay, die Dinger sind echt stark. Die halten gut was aus. Und die machen auch... Oh mein Gott, die machen gut Schaden. Die machen sehr gut Schaden. Droppen die ein bisschen Leben für mich wenigstens? Nee, nicht mal das. Leute, Slave One müssen wir uns jetzt auch noch ergaunern. Und das auch noch gegen ganz viele starke Gegner. Also langsam zieht hier der Schwierigkeitsgrad extrem an. Ihr seht schon nur noch so Minigun-Leute, nur noch irgendwelche Druiden, Roboter, die richtig stark sind. Wir sollten jetzt langsam versuchen, Gegner hier relativ smart auszuschalten. Vielleicht ja so. Yes, siehst du mal. Alle abgeräumt, das war richtig stark. Oh, und da haben wir sogar jetzt eine Waffe bekommen. Das ist natürlich auch richtig, richtig gut. Okay, mal gucken, wie lange wir hier brauchen, um diese Schilde abzuschalten und alles mögliche. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Führt mich das jetzt nach oben in so eine Art Kontrollraum? In den Minen unten waren wir ja schon überall. Oder geht's nochmal nach unten? Ne, jetzt geht nach oben, cool. Okay, was erwartet uns hier? Wir können jetzt natürlich auch die Waffe aufheben, ne? Und dann schießen, wenn wir irgendwelche richtig starken Gegner vor uns hätten. So ist, wenn wir da einmal drücken, der schießt immer so Salven. Das heißt, ich schieße manchmal jetzt einfach so für euch. Oder ihr denkt euch, ja, der schießt einfach weiter, wo gar kein Gegner mehr da ist. Das ist nicht beabsichtigt, Leute. Das ist nicht beabsichtigt.
Oh, an den Raum erinnere ich mich noch. Da war irgendwas Übles. Da musste ich damals richtig lange überlegen, was ich genau machen muss. So, erstmal fahren wir hier hoch. Das wird ja bestimmt nicht schlecht sein. Ich glaube, wir mussten hier irgendwie mehrere solcher Sachen abschalten oder so. Okay, es gibt mehrere solcher Plattformen, das sehe ich schon. Da ist so eine, ne, diese mit rotem Zeichen, hier ist eine mit grünen Zeichen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir dorthin müssen, deswegen gehen wir erstmal hier hin. Ich weiß nicht mehr wann genau, was man machen musste. Ich glaube, man musste da irgendwie was irgendwie drei verschiedene Kerne oder so sprengen, aber hier geht's nicht rein bisher. Vielleicht auch erstmal nach und nach, wir gehen erstmal hier lang, ja. Okay, wir gehen nach und nach hier lang. Ich glaube, so ist richtig. Na, bitte einmal durch die Tür. Hallo die Herren, schönen guten Tag. Na, ihr hattet wohl gedacht, ihr könnt heute noch wieder nach Hause, aber heute ist euer letzter Tag auf der Arbeit. Eigentlich schade, ne, wenn man sich das mal so überlegt, aber naja. Aha, da haben wir auch schon den ersten Kern. Okay. Wie gesagt, ich erinnere mich so ganz, ganz dunkel daran, weil ich damals hier echt lange gebraucht habe, überhaupt erstmal zu checken, was man genau machen muss. Und ich meine... Oh, es sind überall Raketenwerfermänner auch noch. Und ich meine, es kommen ja auch immer wieder unendlich Leute. Deswegen ein bisschen aufpassen. Oh, da haben wir sogar Geschütze unterwärts. Kamera, bitte nicht drehen. Bitte nicht drehen. Okay, gehen wir mal runter. Wie gesagt, hier sind noch ein paar Geschütze. Aber das dürfte jetzt erstmal kein Problem sein. So, Monsieur Agnat, dürfte ich einmal, bitte? Okay, man muss hier so drei Dinger aufschweißen und die dann alle kaputt schießen. Hab ich doch noch gewusst, dass das echt ein bisschen weird ist. Oh, da ist sogar vier oder was? Nee, okay, der ist kaputt. Der ist kaputt, jetzt brauchen wir noch drei weitere. Oder zwei weitere, besser gesagt. Wir müssen erstmal gucken, wo die jetzt sind. Okay, jetzt müssen wir hier rein, bei der grünen Tür. Die weiße haben wir abgeschlossen, es gibt noch eine rote, der können wir noch nicht rein. Jetzt müssen wir hier das gleiche quasi nochmal machen mit dem ganzen Regenerator-Ding. Fand ich damals auch schon irgendwie nicht so ganz so geil. Es wirkt halt ein bisschen gestreckt, um ehrlich zu sein. Aber naja. Wie gesagt, ich werde es euch ein bisschen cutten, denke ich mal. Okay, damit haben wir den auch schon. Wir brauchen, glaube ich, nur noch einen. So, ein letzter Kern noch. Also sorry für die Leute, die immer sagen, oh, ich will aber alles sehen. Bloß ich muss halt echt sagen, das ist hier wirklich jetzt nicht der Rede wert, um ehrlich zu sein. Oh, wow, 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 wow. Den habe ich nicht gesehen. Das ist hier wirklich tatsächlich diesmal nicht der Rede wert. Also deswegen, ihr habt wirklich absolut nichts verpasst, ne, wenn ich sage, ich schneide hier so ein bisschen was weg. Ich werde ein bisschen was weggeschnitten haben. Weil das ist hier wirklich zugeballert werden mit ganz, ganz vielen verschiedenen, ja, normalen Gegnern und Gegnergruppen. Und ist halt wirklich nichts Besonderes. Ihr seht ja, das ist eigentlich auch ziemlich gleich aufgebaut hier, diese Räume. Und jetzt kann man hier wieder die drei Luken aufmachen, muss wieder den Kern kaputt schießen, ne? Und dann hat man das auch schon. Okay. Müssten jetzt eigentlich alle zerstört sein. Jetzt müssten... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssten eigentlich alle kaputt gegangen sein. Das ist doch schön zu hören. Jetzt können wir nochmal ganz kurz gucken, hat der nochmal Leben gedroppt? Nein, aber der... Drop mir Leben, drop mir Leben, drop mir Leben, drop mir Leben. Verdammt. Okay, dann wieder ab in die Mitte. Jetzt dürften hier wahrscheinlich nochmal ein paar Gegner auf uns warten. Geh mal ganz stark davon aus. Oh, die haben sogar so einen Druiden, warte mal. Warte, 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 warte. Oh, diese Druiden, Leute, die machen mir echt Sorgen. Jetzt treff doch. Django. Okay. Ich glaube, die meisten habe ich erwischt. Die sind echt nicht so leicht zu werfen, die Granaten irgendwie. Die wirft er halt irgendwie manchmal so richtig lauchig und manchmal richtig doll. Es kommt drauf an, wie lange ich den Schussknopf quasi gedrückt halte. Ja, das wäre, glaube ich, mein Tod gewesen, wäre ich da so reingegangen. Meine Güte, waren das viele. Aber, ja. Besser ist es so. Besser ist es so. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Erstmal in Deckung, erstmal in Deckung, erstmal in Deckung. Okay. Soweit, so gut. Erstmal machen wir hier den Raum wieder sicher. Okay, ich glaube, ich muss hier hoch. Das sieht mir ganz danach aus. Oh, hier werde ich schon wieder begrüßt von so vielen Leuten.
Okay. Alles klar. Liebe Leute, aber ich würde sagen, wir hören jetzt hier an der Stelle erstmal auf. Ich habe gar keine Übersicht mehr, wie lang diese Folge sein wird. Von daher, das war's auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen erstmal. Bis zum nächsten Mal. Da schnappen wir uns die Slave One und hauen hier endlich von dem Planeten ab. Und dann geht's auch endlich weiter mit der Story. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.